Oh ja, liebe Leute, willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Edna bricht aus und ich frage mich, warum ich gerade einen Controller in der Hand habe, weil ich merke, dass das eh kein Spiel ist, wo man einen Controller braucht. Deswegen, dass es echt komisch ist und meine Kopfhörer nun... Na toll. Super. Na egal, trotzdem heiße ich euch herzlich willkommen zum nächsten Part von Let's Play. Edna bricht aus, wo wir im letzten Part hier... reingebrochen sind, hier durch den Schacht und den Dr. Marcel ein bisschen belauscht haben und Hulgor besiegt haben. Wir können ja mit ihm, glaube ich, noch reden, oder war das nicht so? Gebt mir ein E! E! Gebt mir ein D! D! Gebt mir ein N! N! Gebt mir ein U! U! What does that spell? Ednu! Yippie! Ja, Ednu! Ist ja klar, Willst du auch? Was meinst du, Harvey? Hängen wir ihn über unseren Kamin? Oh ja, oh ja, oh ja! Ich besorg die Sägespäne und du holst den Löffel. Da steht aber Sägesrähne, meine Fresse. Oh, das sind Fotos. Es zeigt einen Jungen, der lächelt. Ich kenne ihn nicht, aber er beginnt mich zu nerven. Ah! Vielleicht ist das der Sohn von Dr. Marcel. Ein lernender Junge und... Bin das etwa ich? Komisch, ich bin nur zur Hälfte drauf. Tja. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Ich glaube, das ist Dr. Marcels Sohn. Wir könnten zurückgehen... Warte, wir haben doch schon da oben alles, ne? Ich habe jetzt nun... Die letzte Aufnahme ist jetzt ein bisschen länger, ja? Deswegen ich... Ja, okay, das war das. Okay, gut. Dann habe ich natürlich die Peilung jetzt. Das heißt, wir gehen wahrscheinlich hier aus der Tür raus, weil wir hier hoffentlich alles... Vielleicht sollten wir uns noch den Schreibtisch genauer ansehen, oder... Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Aha. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ich auch, Edna. Okay, da haben wir schon mal... Was mit dem Stuhl? Der... Thron von Dr. Marcel. Der Thron. Aha. Nimm den Thron. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Okay, ich verstehe das. Okay, ich verstehe das. Scheint ja sonst nichts Besonderes zu sein. Deswegen gehen wir zur Tür und gucken, ob wir irgendwie... Naja. Ich sollte erst Hulgor beiseite schaffen. Komm schon, wir können später aufräumen. Nein, man würde ihn finden und Alarm schlagen. Du bist ganz schön abgebrüht, Madame. Aha. Wahrscheinlich in den Schrank hinein, würde ich jetzt mal so schnell sagen. Dann nimmst du Hulgor. Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? Ich weiß, der Schrank. Warum so herum? Aber ist doch egal. Wir machen jetzt einfach zu und... gesagt, wir machen jetzt zu. Super. Aus den Augen, aus dem Sinn. Da ist kein Hulgor drin. Ist doch logisch. So. Okay. Wir sind jetzt hier. Eine Dachluke. Wir gucken uns einfach mal zuerst mal um, bevor wir Poki. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Aha. Kannst du auch mit 40 Liter Himmel reden? Use the Luke Force. Das ist zu hoch. Sicher finde ich einen besseren Ausgang. Harvey? Guck mal, Harvey. Die Freiheit. Yippie! Wir sind nur Zentimeter davon entfernt. Doch, soweit. Hier ist das uns nichts. Ansehen. Eine besonders rankige Ranunkel. Eine Ranunkel? Nimm sie. Ups. Hoppla. Oh, das... Absicht. Das wollte ich nicht. Gelogen. Es tut mir leid. Ha, wer's glaubt. Das macht jemand anderes weg. Okay. Kannst du es auch nehmen? Das macht jemand anderes okay. weg. Okay. Ist verständlich. Was sagt Harvey dazu? War ich das etwa? Steh dazu. Du bist so destruktiv wie ein Ego-Shooter. Aha.
Vielleicht gucken wir uns den Raum genauer an. Aber wir können... Ach, wir können auch zum Flur gehen. Ah. Aber wir gehen nochmal hier, weil ich hier... habe einen Kommentar von Poki. Ein wichtiges Leitthema unseres Spiels ist ja Vandalismus. Und dass tatsächlich diese Topfpflanze auf dieser Säule dort steht, hat eigentlich keinen weiteren Grund, außer dass man ziemlich früh Spieler darin einführt, dass er hier alles kaputt machen darf und dafür nicht bestraft wird, sondern sogar noch von Harvey angefeuert. Das ist auch ein gutes Gefühl. Oh ja! Randale. Ja. Yippie. Randale, danke Poki, dass du das in das Spiel entwickelt hast. Oh, ist doch schön. Okay, hier können wir eh nichts als um die Ecke laufen, deswegen gucken wir uns Poki an. Ja, der Charakter Stiesel ist tatsächlich einer meiner Lieblingsfiguren in Edna bricht aus. Der möchte gern Profi-Minigolfer, dem es nicht vergönnt ist, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten, der nämlich richtiger Profi-Minigolfer war und diesen Komplex mit sich rumträgt, während er sich Edna gegenüber wie der große Mac aufführt, ist eine der komplexesten Randfiguren. Also unnötig komplexesten Randfiguren der Computerspielgeschichte, wie ich hoffe. Unnötig komplex. Ich glaube, ich schreibe mir diese zwei Worte mal irgendwo auf und hänge sie mir übers Bett und meditiere darüber. Schön, Poki. Dürfen wir dann überhaupt um die Ecke? Eigentlich nicht, aber wir machen es einfach mal. Hey! Oh, oh. Ich verdufte lieber. Oh oh. Warte gefälligst! Stiesel. Kommt er etwa oder wie? Nee, wir lassen das auf jeden Fall. Stiesel. Das klappt so nicht. Tja. Dann halt lieber nicht. Dann tun wir nichts mit ihm. Dafür gucken wir uns hier mal um. Nein, Poki, du darfst mal nicht Reagenzgläser. Oh! Was soll das? Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Warum musst du schon früher aufstehen? Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Gar nicht. Ich meine, ich gehe auch hier rein. Oh, ich weiß nicht, wie du rausgekommen bist. Ich guck mir die Wand an. Ratsch, 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 Lüftungsschacht offen. Ist natürlich logisch, dass man das nicht blickt. Naja. Müssen wir da schon wieder... Ich hoffe, wir können einfach durch. Na? Ja, dürfen wir. Gut. Am liebsten würde ich einfach nochmal um die Ecke gehen. Einfach nur, um Stiesel Hallo zu sagen. Hallöchen, Stiesel. Na, wie geht's dir? Naja, wir gehen einfach da rein. Und gucken uns diesmal genauer um. Weil wir es können. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Hm. Ist das ein Irrenhaus oder Frankensteins Labor? Das sagt sie zu allem. Da komme ich nicht ran. Ah. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Ja, ich auch. Mit Ausnahme der Explosion. Die gab's nicht so oft bei uns. Die waren normal. Buh. Keine Reaktion. Oh, nice. Guck mal, Harvey, ein Chemiebaukasten. Yippie, lass uns Gold in Blei verwandeln. Ja, warum nicht? Ein Haufen weißer Kittel. Kannst du einen weißen Kittel nehmen? Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Ach so, ja dann. Dann rede mit ihnen. So weich. Mit Schmusi weich Ultra gewaschen? Nein, mit 1000 Tesla Gamma bestrahlt. Ach ja, atomfrisch. Wir machen hier aber echt dumme... Eine Alf-Puppe. Eine hässliche Kartoffel, dieser Alf. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren. Aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ich lach mich tot.
Oh Mann. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber... Ah. Und Harvey? Was hältst du davon, Harvey? Igittigit, ein Frosch. Das ist doch kein Frosch, Harvey. Das ist Alf. Ach nee, er ist Gedächtnis verloren und jetzt plötzlich Zoologie-Professor oder was? Hier haben wir noch ein Hirn. Hey, du bist auch nicht gerade Miss Multiversum. Pfoten weg. Hallo? Hallo Edna, was führt dich zu mir? Ja, oder was bist du? Ich bin ein Gehirn in einem Glas. Aber du kannst mich ruhig Bobo nennen. Wie Bobo Bär? Nein, Bobo wie Bobo bombastischer Schmerz, wenn ich dich zu Bobo Boden ramme. So ein Scheiß, Alter. Oh. Du kannst sprechen? Aber nicht doch, Dummchen. Siehst du etwa einen Mund? Ich kommuniziere telepathisch. War ja klar. Kennst du einen Weg hier raus? Warum denken die Leute immer, dass Hirne in einem Glas zu allem eine Antwort parat haben? Nein, ich kenne keinen Weg hier raus. Ich komme nicht weit rum. Verstehst du? Tja, ergibt Sinn. Weißt du etwas über diesen Dr. Marcel? Nimm dich vor dem Doktor in Acht. Er ist böse. Böse. Ah, ich hasse es selbst, wenn ich so pathetisch werde. Weißt du, wie ich an diesem Wächter an der Treppe vorbeikomme? Ich weiß nichts von einem Wächter an der Treppe. Allein der Begriff Treppe hat wenig Relevanz, wenn du ein Hirn im Glas bist. Aber du und dein kombinatorisches Geschick können ihn sicher leicht abschütteln. Ergibt Sinn. Ciao, Bobo. Tschüss, Bobo. Harvey? Was hältst du davon, Harvey? Es ist ein Hirn in einem Glas. Wahrscheinlich gehört es Holgor. Ah, deswegen ist Holger so schlau, oder was? Ein Haufen weißer Kittel. Sind das diesmal andere weiße Kittel? Die unterscheiden sich nicht von meinem Kittel. Aha. Was haben wir hier noch? Da ist ein auffälliges Symbol drauf. Nimm's und schmeißt es runter. Hm, schmeckt nach Ananas. O Geist der Flasche, gewähre mir einen Wunsch. Was willst du, Meister? Ich will, dass Dr. Marcel Hämorrhoiden bekommt. Dein Wunsch ist gewährt. Ich frag mich, was das Gehirn nebendran denken muss. Das denkt sich so, oh. Willst du davon etwas probieren, Harvey? Au ja, dann mutiere ich bestimmt zu einem Superwesen. Für mich bist du bereits ein Superwesen, Harvey. Ah, hast du gut gesagt. Ein Wichser. Nette Farbe. Willst du den nehmen? Ich will den nicht. Der ist kaputt. Ah. Hallo, Mixer. Au ja, darf ich? Nein, erinnere dich daran, was das letzte Mal passiert ist? Kein Ohrhase. Oh, diese Witze, Alter. Ach, da ist ein Comic, hä? Warum habe ich den denn? Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Boah, es ist die limitierte Erstauflage. Aha. Hey, das ist kein Packpapier. Du solltest Captain Unbrauchbar mehr Respekt entgegenbringen. Hä? Wieso? Weil nur die Energie des Respektes Captain Unbrauchbar übermenschliche Kräfte verleiht. Okay. Kann man da auch irgendwas anders machen oder sagt denn jedes Mal dasselbe? Stuhlbein Noah hat keine Chance gegen Captain Unbrauchbar. Aha. Scheint ja irgendwie so zu sein, als ob man alles irgendwie... In diesem Bild lackiert sich Nützlich Boy die Zehennägel mit unsichtbarer Tinte. Okay. Willst du was lesen? Captain Unbrauchbar und die Todesbrote? Kenn ich schon. Verrat mir das Ende nicht. Comicheft. Das Comichefts, Plural Comichefte. Episodenhaftes Printmedium für grafische Witzbildliteratur. Ja, so ist die Beschreibung.
Nein, Edna, aufhören! Du darfst nicht in Captain Unbrauchbars Abenteuern herumkritzeln. Das wäre respektlos. Harvey? Ich glaube, Respekt schreibt sich mit E. Wer benutzt schon die Texteinblendung? Schön. Ein Kegel. Die sind unvollständig. Ach. Wozu? Die sind unvollständig. Oh. Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Ja, bis eine Kugel kommt. Was hältst du davon, Harvey? Das sind keine Kegel, das sind Pins. Das ist dasselbe, oder? Die erinnert mich an Hulgur. Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Ja, vielleicht ist er das, weil er keine Reaktion beweist. Was hältst du von dieser Kugel, Harvey? Ich hätte gern die Kanone dazu. Es ist eine Bowlingkugel. Dann brauchen wir auch eine Bowlingkanone. Sonst weigere ich mich. Ein Karton. Was da wohl drin ist? Ups. Oh. Boah, das klingt nach... Ja, fast so als ob... Potztausend, das ist Glas. Echt? Da dürfte kaum noch etwas heil sein. Ja, habe ich mir auch gedacht. Was hältst du von diesen Kartons, Harvey? Ich versuche gerade nichts von ihnen zu halten. Was ist denn bei dem? Jetzt sehe ich erst den Aufkleber. Vorsicht, Glas. Der ist aber auch unauffällig befestigt. Ja, sehr unauffällig. Naja, gibt's hier noch was, oder? Fenster. Ganz schön hoch hier. Bin ich etwa in einem Turm gefangen? Wie romantisch. Ja, du bist Cinderella oder so. Ja, das wäre schön. Dann könnte ich diesen Ausblick überall genießen. Leider hat man dieses Fenster sehr unhandlich designt. Und den Ausblick hat man am Horizont befestigt. Ja, gell. Sicherlich. Ist dieser Ausblick nicht herrlich? Hol dir einen eigenen Ausblick. Das hier ist meiner. So. Sieh nur, Harvey. Die Freiheit. Na dann nix wie raus. Naja, nix wie raus. Sagt sich leichter als es ist. Okay, hier gibt's uns nix mehr. Das heißt, Poki, los! Ein Tipp, redet mit Bobo dem Gehirn. Das Gehirn im Glas wird in der deutschen Version von niemand geringerem als Carsten Fichtelmann, meinem Kompagnon und Geschäftsführer von Dedelic, gesprochen. Und ich glaube, das sind ein paar Takes, die wir da eingefangen haben, die sich ganz, ganz, ganz besonders lohnen und die man sich auch immer wieder anhören sollte. Ich tu's. Ich habe den Soundfile Ich bin ein Gehirn in einem Glas lange Zeit auf meinem Desktop gehabt. In jeder Gelegenheit abgespielt. Ursprünglich hatten wir übrigens bei dem Gespräch mit der Alf-Puppe tatsächliche Schnipsel von einer Alf-Kassette dort als Soundfile hinterlegt, wenn er antwortet, ich lach mich tot und so weiter. Im Endeffekt mussten wir die wieder rausnehmen, weil BHV starke Bedenken hatte, dass wir damit Rechte Dritter verletzen. Böser Poki. Böser, böser Poki. Wer sich übrigens in Edna bricht aus geärgert hat, dass er die Bowlingkugel hier unten links im Regal nicht mitnehmen durfte, bei Harveys neue Augen kann man sie endlich mitnehmen. Nein! Ein Makel im Game Design, der mir einfach immer sehr schwer auf der Galle gelastet hat und den ich jetzt wieder wettgemacht habe. In Harveys neue Augen. Besucht ihr diesen Raum und ihr könnt die Bowlingkugel nehmen. Freut euch drauf. Ich freue mich. Toll, dass du mich gespoilert hast. Auf jeden Fall das Captain Unbrauchbar Comic mit. Also das Heft, das dort auf diesem Zeitschriftenstapel liegt. Es wird im gesamten Spiel keine Verwendung finden. So viel kann ich jetzt vielleicht schon mal spoilern. Es ist Captain Unbrauchbar und der Angriff der Todesbrote. Und die Reaktion für dieses Item zu schreiben, hat mir ganz besonders viel Spaß gemacht. Denn Edna wird halt zu jeder Situation und zu jedem Objekt im Heft ein entsprechendes Bild finden, das sie damit assoziiert.
Auf diesem Bild wäscht Captain Unbrauchbar gerade seine Karotten. Ich habe keine Ahnung. Es macht irgendwo vielleicht Sinn. Oder ich habe mir die ganze Arbeit umsonst gemacht. Entscheidet selbst. Heißt, wir können das einfach mit irgendwas so verwenden? Einfach so mit einer Kegel? Oder was? In diesem Bild wird Captain Unbrauchbar Pudelkönig von Krypton. Aha! Und mit dieser Bombensensation hören wir auf in diesem Part und dann sage ich doch mal vielen Dank, dass ihr in diesem Part dabei wart bei Let's Play Edna bricht aus und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!